Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Auf dem Marsch. Wir werden heute wieder Bäume pflanzen. Und letzte Folge aufgehört haben. Wir haben noch ein paar zu pflanzen. Und zwar die ersten 40 sind gepflanzt. Die weiteren, ja, insgesamt, ja, noch 160. Nicht noch pflanzen. So dass wir jedes Jahr im Prinzip rein theoretisch 200 Bäume fällen könnten ab dem siebten Jahr, wenn es mal soweit ist, ne? Weil ich sagen muss, wir müssen keine 200 Bäume fällen, wir können. So. Hab eine Erde mit dir und auf geht's. So, dann mal ein paar Reihen pflanzen. Viel geht da hier nicht rein, leider. So, sehr schnell. Gut, 11. Haben wir noch. Die Reihe. Wir pflanzen immer gleich 2. Hoffe, dass der Platz stimmt. Der Abstand ist so über 5 Meter. Und die Breite hoffentlich auch. Hier in der Ecke ist ein bisschen ungünstig, ne? Das ist ja. Da hinten haben wir auch noch Stumpen. Die müssen wir auch noch bei Gelegenheit mal, ja, wegmachen. Ne? Also im Grunde im Anschluss. So. Das muss ja nicht hundertprozentig sein, sondern die Abstände sollen möglichst gleich sein, beziehungsweise so groß, dass die im Nachhinein auch wachsen. Das ist ein bisschen Risiko. Wenn ich zu eng pflanze, dann werden sie kaum wachsen. Muss ja schon mal Land sein, ne? Ja, weil auf dem Weg möchte ich eigentlich keine Pflanzen, weil irgendwo müssen wir auch fahren können, ne? Nur nicht durch den Wald, da können wir, weil zu viele Bäume stehen. Jetzt eng, so hier pflanzen wir noch einmal rein, nächstes Mal haben wir keine mehr. Die Bäume sind noch kaum zu sehen, die schon gepflanzt sind. Aber es geht. Aufnahme läuft, sondern läuft. Ja, ich möchte nochmal allen bedanken, die fleißig reinschauen und gucken. Auch hin und wieder mal liken. Ist okay, passt. Auch der eine oder andere Kommentar passt. Ist okay. Ich habe noch einen speziellen Freund. Der fragt mir nach der Freundschaft. Ich weiß nicht, was er sich dabei vorstellt. Und wie das eigentlich gemacht werden müsste. Also, um das zu realisieren, was er damit meint. Also, Rechte vergeben am Kanal. Das mache ich erstmal nur an denjenigen, die ich sagen würde, die kenne ich, also schon mal zumindest zusammen gespielt habe. Da würde ich es machen bei den einen oder anderen, ne? Ansonsten müsste eine Faustung stimmen, und zwar man müsste sie verstehen können. Und da er mir immer auf Englisch schreibt und ich ja nur Anführungszeichen Englisch nicht antworten kann, ich muss ja den Programm nehmen von Googles Übersetzung her, also den Translator, was das Ding heißt oder heißt, deren Hilfe mache ich dann eigentlich übersetze ich mir seinen Text, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Mit der Zusammenarbeit, wenn wir theoretisch sich verständigen können, ne? Weiß ich, Unterhaltung über TS und so. Also ich verstehe kein Wort Englisch. Ja, das wird dann schwierig, ne? Wenn er nicht fließend Deutsch kann, wird es kompliziert. Hm.
da ich größere Livestreams nicht geplant habe, aufgrund der Zeit, die man eigentlich dafür fehlen würde, weil ich im Grunde immer vorproduziere, ist das schwierig, ne? Denn ich kann ja sagen, okay, ich mache Freitagabend einen Livestream für den Marsch. Ja, aber wie kriegt dann die Folgen fertig für nächste Woche, ne? Schwierig, ne? Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe ihn zwar geschrieben auf Deutsch mit Nachfrage, aber darauf wird nie geantwortet. Also, sag mal so, das ist noch nicht ganz ernst zu nehmen. Wenn er mir darauf nicht antworten kann, weil er meinen Text nicht lesen kann, ja, gut. Dann ist es halt so, ne? Hier haben wir noch ein paar Bäume zu fräsen hier, aber Baumstumpfen. Aber ich muss noch welche pflanzen. Den wir gepflanzt haben, hat er gut Licht? Ja, der hat gut Licht, ne? Können wir hier nachts auch arbeiten. Wir können auch mal Licht anmachen. Ja, dann können wir auch die anderen Bäume besser sehen, die wir schon gepflanzt haben. Die müssen ja hier ein bisschen noch. Da stehen die erst. Die Sträucher sind ja schön auszusehen, ne? Sehen ja schön aus, ne? Nur, ja gut, da scheint ein Baum zu sein. Ist etwas ungünstig, ne? Also dafür ist es schlecht, aber gut. Die Sträucher sind halt da, ne? Ich hätte es auch vorher flügen können, ne? Der pflanzt ja mit Akkord hier. 4, 2, 1, 0. Vielleicht immer wieder fräsen. Also hier fleißig, hier immer noch etliches weggemacht worden. Ne? Damit wir spätestens hier nächstes Jahr wieder Bäume pflanzen können. Weil das pflanzt sich nämlich ganz schlecht, wenn die Tuppen da sind. Die Maschinen spinnen, wie gesagt, eben gerade Spann gerade leer ist. 1, 2, 3, 4. Ausspringen. Wird eigentlich gepflanzt hier? Klar. Das war nicht so Absicht. Keine Absicht. Gut, das macht nichts. Nichts zu ändern. Wird ein Baum werden, der ganz groß wird. Ja, die Pflanze ist aktiv und sobald man die Pflanzmaschine in die Erde reinstößt, ist es passiert, ne? Ich könnte mal den Deich begrünen. Warum ist hier eigentlich ein Deich? Achso, ja gut. Bei der vorigen Version, bei der 1 war da Wasser. Wenn man Lust und Laune hat, kann man den Deich begradigen, aber ja, der ist halt da, ne? So. Da hat einer zu viel, aber das macht nichts. So, los. Das muss ein Mod sein, sonst wird es schon richtig hinhauen. Die Maschinen für Pflanzen normalerweise nicht bei der hohen Maschinengeschwindigkeit. Ne?
die nächsten 40. Jetzt machen wir ein paar Deichpflanzen, ne? Oh, ein Deich war 40 Bäume auf dem Deich. So fahren wir nochmal hoch. Wenn wir näher fräsen. Ha. Wahnsinn. Aber es ist wichtig, dass wir jedes Jahr Bäume pflanzen, dass wir jedes Jahr auch mehr Bäume fällen können. Denn sonst haben wir ja einen. Könnte höchstens sein, dass wir ummeckern, dass die Land gehört mir nicht. Das könnte sein. Und da ist sogar noch Wasser. Ein Kanal, ne? Oder ein großer Graben. Ja, Brücke bauen wollte ich immer noch, ne? Wenn uns da die Bäume reinfallen, und dann, hier geht's, hier in den Bäumen. Würde ich Angst haben, normalerweise. Wegen Umfallen, ne? Mal sehen, wie die Bäume wachsen, ob schräg oder gerade. Was meint ihr? Aber wir fahren ein bisschen höher, ein bisschen. Wir fahren eher alleine runter, denke ich mal. So, dass wir auf die, ja, da so, so fast genau. So. Könnte sein, dass man merkt, das Land gehört mir nicht. Pflanzt nicht. Vereinzeln. Kann ich da auch nicht so hoch fahren. Und da pflanzt nur die linke Reihe, ne? Ja, das passt schon so. Zwei noch, ein, zwei, zack. Gut. Ja, dann muss ich anderswo pflanzen. Muss ich noch eine Reihe pflanzen hier. Hier, wo einer steht. Hier noch eine Reihe lang. Die nächsten 19. Wenn da nicht reicht, dann mal 18. Da scheint nicht immer alles korrekt zu laufen. Runter mit ihr. Und dann nochmal eine Reihe Pflanzen, ne? Für die paar Bäumchen auch noch loswerden. Das meint ihr mit Baumklumpen fräsen, ne? Steht im Weg. Ein paar Pflanzen. Dann muss ich fräsen hier, sonst haben wir Probleme. Wenn der Baum hier steht und wir fräsen, dann ist er wieder weg. Ne? So, drei müssen wir noch pflanzen. Eine Möglichkeit, da wo keine sind. Da will er nicht. Der eine hat er jetzt gepflanzt. Zwei, drei. Okay. Hat erledigt. Dann wollen wir zurückfahren. Zum Sägeweg. Dann werden wir uns ranmachen an die Stumpen.
zumindest der in der Mitte. Und nächstes Jahr müssen wir ja entsprechend hier Bäume pflanzen. Dieses Jahr haben wir genug gepflanzt. Kompressor, was ist aber noch ein Kumpel hier. So, packen wir hier hin. Wir verkaufen hier sowieso nichts aktuell. Weil wir im Prinzip alle Bäume verwerten, und zwar bei uns im Sägewerk. Wir haben, verdienen ja mehr Geld mit Paletten oder mit anderem Zeug, als wenn wir hier Bäume verkaufen. Ganz am Anfang ist es interessant, wenn wir Geld verdienen müssen, aber später ist es nebensächlich, ne? So, wir suchen die Fräse suchen und dann geht los. Dass wir die paar hier wegkriegen, da oben, wo wir angefangen haben mit Pflanzen. War das bombastisch gegengefahren, ne? Ja, wie gewollt, ne? Aber natürlich nicht gewollt. So, jetzt mal ganz kurz das Ding aktivieren. Und da werden wir unsere speichern. Dann werden wir so ganz kurz auf Tacker gehen. Traktor, das geht nicht. Ein kurzes Teil abbauen. Nicht. Und dann werden wir mal ganz kurz Stein B. Und die Fahrräder wechseln. Haben wir da hinten besseres Licht? Ich glaube eher nicht, ne? Werden wir sehen. So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und wie gewinkelt. Ciao, ciao. Wir machen gleich weiter mit Truppenfräsen. Ich denke mal eine Folge oder zwei. Mal sehen. Lang will ich auch nicht. Und tschüss, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.